Die drei Punkte habe ich vorbereitet. Das heißt, das Dampfkondensatkreislauf ist ja in unserem Schema immer sehr ähnlich. Der Dampfkessel, der Speisewasserbehälter mit einem Gasordom, eine Heißdampfreduzieranlage, wenn notwendig, muss nicht in jeder Anlage sein, da sagen wir nachher noch was zu. Der Wärmeaustausch, der Kondensatableitung und hier im Kondensatsystem die Wärmerückgewinnung aus dem Kondensat in dem Entspannungsanlage hinein, um Entspannungsdampf wieder dem System zur Verfügung zu stellen. Was ich heute nicht machen werde, ist über Kondensatbehälter reden und Wärmeaustauscher, die wir auch im Programm haben, aber das schafft man zeitlich alles gar nicht. Und den Mischkühler nehmen wir heute auch nicht mit dran. Haben ja wichtige Sachen zu tun. Anfangen wollte ich gerne mit dem Speisewasserbehälter und der Entgasungsanlage, was da so immer dran zu bedenken ist, was wichtig dabei ist. Wir haben ja wirklich wichtige Maßnahmen immer zu beachten, damit wir einen störungsfreien Betrieb hinterher haben. Was macht uns am meisten Sorgen? Eigentlich immer irgendwelche undichten Sachen, die nicht richtig mehr funktionieren, wo Korrosion vorgelegen hat, wo es zu Ablagerungen gekommen ist, wo es vielleicht auch im Dampfkessel selbst nach der fünften Besichtigung dann heißt, oh, das ist aber zu viel, die Zuganker halten gar nicht mehr richtig. Und da muss man immer dran denken, was müssen wir tun, damit es nicht passiert. Wir müssen die Wasseraufbereitung einfach auch im Griff haben. Unser Weichwasser muss funktionieren. Wenn man keine Umkehrosmose hat, muss man wenigstens die Enthärtung gut hinbekommen haben, damit es dann ein Speisewasser wird, was also nicht zu weiteren Störungen führt. Und ich habe mir auch noch gestern aufgeschrieben, Sauerstoffeliminierung ist ganz wichtig, denn wenn Korrosion auftritt im Dampfsystem, kann es natürlich immer wieder an einer intermittierenden Arbeitsweise liegen, dass man seine Kreisläufe abschaltet und dann den Sauerstoff reinbekommt. Oder man hat schon bei der Speisewasseraufbereitung nicht aufgepasst und hat dort schon den Sauerstoff mit dem Speisewasser über den Speisewasserbehälter ins System fließen lassen. Und das soll natürlich auch nicht passieren. Was wir auch noch beachten sollten, neben dem Ganzen, was wir eben gesagt haben, ist, dass man immer denkt, also wenn wir einen neutralen Wert haben, wo unser Kesselwasser neutral ist, also pH 7 einstellen, ist alles in Ordnung. Da muss man auch mal sagen, nein, das stimmt nicht. Auch die 12.943 sagt ganz eindeutig, pH-Wert sollte irgendwo zwischen 10,5 und 12 liegen. Da ist die niedrigste Korrosionsrate, das habe ich nochmal unserem Chemiker hier entlockt, die Korrosionsraten. Und das Gemeine an dem pH-Wert ist ja wirklich, dass das doppellogarithmisch hier verläuft. Das heißt, wenn ich mich ein bisschen verändere von 11 auf 10 gehe, dann bin ich in der 10er Potenz schlechter, passe ich aber nicht auf und ich gehe von 11 quasi auf 9 runter, dann bin ich schon bei 100 Veränderungen in der Korrosionsrate. Und wenn ich dann wirklich mal einen Einbruch habe von Säure oder sowas und ich gehe von 11 auf 8, dann bin ich bei einer 1000-fach höheren Korrosionsrate in meinem System. Also daher auch nochmal ein Hinweis, wie sensibel das ist, dass man durch die Zugabe seiner Chemikalien auch seinen genauen pH-Wert einhält, damit da nichts passiert, wie eben eine Sauerstoffkorrosion, die man gut erkennt an hier, an den Elementen, die auf dem Stahl auftauchen. Es ist eben braun und meist auch ein bisschen pustelig, wie man so sagt, da ist die Sauerstoffkorrosion hinter. Wenn man das mal genauer betrachtet, sieht man das hier, dass da unter dann immer kleine Löcher entstehen, wo der Sauerstoff im Gange war und Korrosion ausgelöst hat, ist klar. Die andere Sache ist eben die CO2-Eintrag, dass wir eben durch die Verdampfung auch einen CO2-Einbruch haben und das wird im Kondensat eben zu einer Kohlensäure entstehen. Und wenn man im Kondensatnetz eben sieht, dass man unten am unteren Teil Abtragung hat, teilweise sogar noch mit Leckagen, dann wird man da erst darauf gewiss, dass man eine Kohlensäure-Korrosionsproblematik hat, dass man dann schon im Vorfeld auch sagt, ich muss die richtige Chemie einsetzen, damit das CO2 gar nicht entweichen kann. Und auch da dient natürlich die Entgasung im Speisewasser sehr gut zu, um dem CO2 schon mal Feuer aus dem Ganzen rauszubekommen. Eine weitere Maßnahme, die wir erlangen wollen, damit unser System lange erhält, ist eben eine Magnetitschicht, die sich ergibt aus der Chico-Reaktion. Gott sei Dank erst über 100 Grad Celsius, hätten wir ja in jeder Wasserleitung auch schon unser Magnetit. Eine sehr schöne Sache, die unser Stahl schützt vor weiteren Angriff, dass sie sich aufbaut auf dem Stahl, aber dummerweise eben
sehr stabil ist und nicht mitarbeitet, wenn er Stahl arbeiten will. Also immer abfahren, hochfahren, abfahren, hochfahren, zerreißt immer die Magnetitschicht. Das ist gar nicht gut, denn die geht dann in Lösung mit dem Kondensat und kristallisiert dort aus, wo ein plötzlicher Temperaturabfall ist. Und man kann auch, ja, hier hinten steht da ein Satz, pH-Wert und temperaturabhängig. Das heißt, in manchen Betriebsbereichen habe ich überhaupt kein Magnetitproblem, in anderen sehr viel mehr. Das hängt oft mit den unterschiedlichen pH-Werten zusammen. Aber wie gesagt, wenn das Magnetit im Dampfsystem ist, alles gut. Auch noch im Kondensatsystem ist gut. Erst da wird es immer meist sehr kritisch, Entschuldigung, wo die Temperatur stark abfällt. Und wo ist das der Fall? Natürlich immer ein Kondensatableiter, weil da vom hohen Druck auf ein Kondensatsystem entspannt wird, wir plötzlich einen Temperaturabfall haben und das bedeutet dann auch ein Auskristallisieren des Magnetits und damit eben auch, ich als Kondensatableiterhersteller bin natürlich sehr froh, dass wir Magnetit haben, weil die führen zum Ausfall der Kondensatableiter. Der Kunde muss neue kaufen, wenn das kristallisiert und hier ausfällt. Und ich mache eigentlich hier den falschen Satz, dass ich also was erzähle, wie ich das alles vermeiden will, damit es nicht passiert und nicht Dampfverluste sind. Und hier sieht man sehr schön auch, wie sich das über dem Edelstahl des Magnetits sich dann ablagert und dass solche Ableiter überhaupt nicht mehr dann funktionieren können, ist ja auch ganz eindeutig durch. Und da muss man dann mal neue Membrane kaufen, um das hinzukriegen. Wasserkonditionierung, auch da für alle, die auf der Kondensatableitung nur arbeiten und gar nicht den Kessel mit zu tun haben, weil das ja ist Kesselwärter, Kesselhaus, vielleicht im Betrieb ganz woanders. Aber sagt mir gesagt, wenn ich hinten Probleme bekomme mit Ablagerung, mit Korrosion, ist meist oft vorne die Ursache, dass man die falschen Alkalisierungsmittel genommen hat. Also flüchtige Amine sind da sehr gut, sie ereignen das Kondensatsystem, Hydrazin ist dann verboten. Ammoniak muss man richtig zu dosieren und die Alkalisierung. Natürlich erzeuge ich damit mehr Salze im Kesselwasser. Ich muss mehr absalzen, habe dadurch Energieverluste. Aber was bleibt mir über? Ich muss ja irgendwie was sehen, dass ich den pH-Wert hinbekomme. Trinatriumphosphat bleibt im Kessel drin. Natronlauge beeinflussen sehr gut dort den pH-Wert. Und die Ablagerung, die ich im Dampfkessel nicht habe, wir machen mit Trinatriumphosphat löslicher, so dass dort aber dann die Absalzung wieder mehr kommen muss. Aber hier bei Restsauerstoffbindung gibt man eben Natriumsulfid zu. Die verbrauchen den Sauerstoff, aber auch das ist dann wieder etwas, was im Kondensatsystem auftauchen kann und wir eigentlich den Sauerstoff vorher rausholen sollten. Und da fangen wir mal mit dem Sauerstoff. Wo haben wir den besten Fall? Der Sauerstoff löst sich vom Wasser, wenn die Temperatur über 100 Grad Celsius ist. Also das Optimum der Speisewasserentgasung ist dann irgendwo bei 0,002 ppm Sauerstoffgehalt im Wasser, wenn wir irgendwie die 100 Grad Marke erreichen. Das ist also, ob Sie 98 haben oder 102 haben, ist ganz egal. Aber irgendwo in der Größenordnung sollte man liegen. Das Bild ist so ein bisschen geschönt, dass man drüber geht, aber irgendwo hier unten ist so das Minimum. Wenn man hier kommt, hat man auch nur ein wenig Sauerstoffkorrosion mitzurechnen hinterher. Wie machen wir das? Wir sorgen dafür, dass unser Speisewasser, das wir dem Kessel zur Verfügung stellen, eben so weit aufgekocht wird, dass es immer über 100 Grad Celsius bleibt. Das ist eine einfache Sache. Wie kann man das machen? Über Temperaturmessung. Das finden wir bei GESRA nicht so gut. Wir machen das über einen Druck. Abfrage im Speisewasserbehälter und zwar in dem Bereich, wo am meisten der Druck schwanken kann. Das gucken wir uns gleich mal auf dem nächsten Schnittbild an. Erst haben wir die Aufgabe hier im Speisewasserbehälter, der unterschiedlich groß sein kann, für gut eine Stunde Kesselleistung Wasser zu bevorraten. Bedeutet, beim 10-Tonnen-Kessel brauche ich 10 Kubikmeter Wasser. Dieser Behälter ist aber nur zu 2/3 voll mit Wasser. Bedeutet also, bei 10-Tonnen-Kessel brauche ich so einen 14 Kubikmeter Speisewasserbehälter, um für eine Stunde Speisewasser vorzubereiten. Dass ich vorher durch die Enthärtung geschickt habe, dass ich vorher durch die Umkehrosmoseanlage am besten noch geschickt habe und dass ich dann hier hineinleite als Weichwasser, sodass keine Härte mehr drin ist. Dann setze ich hier die klinische Konditionierung mit rein. Dazu hat der Speisewasserbehälter entsprechende Anschlüsse, damit Dosierpumpen unser Trinatriumphosphat, unser Sulfid und so weiter eingehen kann. Und was wir hier oben drin machen, dort holen wir den Sauerstoff raus. Das ist der Auskochapparat für den Sauerstoff. Da auch nur hier oben
Sauerstoff vorhanden ist, wird der aus Edelstahl gefertigt und aus Kostengründen der Speisewasserbehälter aus Stahl. Den kann man natürlich auch bestellen, aber dann wird es erheblich teurer. Und zwar machen wir Folgendes. Wir haben hier unseren Speisewasserbehälter. Unser Weichwasser kommt von der Aufbereitung. Unser Kondensat kommt so aus der Anlage zurück, wird auch nicht abgesperrt, nicht geregelt. Alles Kondensat, was kommen will, ist herzlich willkommen im Speisewasserbehälter, denn dieses Wasser ist ja schon aufbereitet gewesen und kann eigentlich gar nicht großartig Sauerstoff etc. mitführen. Es sei denn, man hat eine offene Kondensatanlage, dann kann auch noch was sein. Das ist also ganz herzlich willkommen. Verluste im Kondensatsystem durch Direktbedampfung von Produkten oder durch Leckagen oder Abblasen, Sicherheitsventile oder auch die Abflammung, Absalzung, all das, da verliere ich Wasser. Und dieses Wasser muss ich halt ergänzen. Das sagt uns unsere Niveauregelung hier an der Seite und sagt, ich habe eigentlich zu wenig Speisewasser für eine Stunde und dann kommt das Weichwasser an. Bis ungefähr so 8 bis 10 Kubikmeter Behälter nehmen wir noch Magnetventile. Darüber sollte man eine kontinuierliche Zuführung von Weichwasser machen über ein Schnellventil, einfach weil man dann auch noch mehr mit der Wärmeausnutzung arbeiten kann. Wenn ich ein Auf-Zu-Ventil habe, wie das Magnetventil, dann kann ich eigentlich nur das Wasser direkt draufgeben. Und da passt, weil wenn das Ventil aufmacht und das kalte Wasser kommt in diesen Dampfdom hinein, wo sich ja Sattdampf beinhaltet, wird der Sattdampf kondensieren und der Druck fällt sofort in sich zusammen. Das ist sofort das Indiz für die Druckregelung und sagen, ich brauche mehr Dampf, denn irgendwas hat mir den Dampf verschwinden lassen und daher setzen wir die Druckregelung ein, denn somit können wir am besten gewährleisten, dass unser ganzes Wasser durchgemischt ist. So ab 10 Kubikmeter wiederum splitten wir die Dampfzufuhr auf. Wir geben einen Teil in die untere Dampflanze ein, hier unten, und kochen das Wasser von unten durch. Ein Drittel wird oben in den Gasodom gegeben, um gleich das ankommende Wasser in Empfang zu nehmen und zu sagen, du kommst mir erstmal bitte auf Siedetemperatur, bevor du unten in den Behälter fällst, der keinen Sauerstoff sehen soll. Also da splitten wir das auf. Bei den kleineren Behältern wird es auch schon so gemacht, so bei 5 Kubikmeter, 3 Kubikmeter, dass wir nur unten beheizen und hier oben diese Regelung unterbinden. Das muss man hier immer in dem Ventil einstellen. Also es ist eigentlich ein Auskochen des Speisewassers, was im Speisewasserbehälter und im Entgasodom passiert. Die Anwärmleitung, die hier noch gezeigt ist, die wird selten noch verkauft. Das ist also ein Teil, wenn ich meine Anlage sehr oft an- und abfahre oder übers Wochenende mal runterfahren will, was ich nicht empfehlen würde. Ich würde den Weißwasserbehälter mal durchlaufen lassen übers Wochenende. Aber es gibt Betriebe, die sagen, nein, wir brauchen das nur temporär, wir brauchen den Dampf nur einmal am Monatsende, um irgendwas zu sterilisieren in unserem Betrieb. Also dann lassen wir den so lange auch kalt werden. Dann muss man einfach sagen, es ist schwierig, den Behälter über diese Lanze anzufahren. Denn der Kollege, der das macht, der muss sehr viel Erfahrung haben in der Bedienung dieses Ventils. Denn wenn angefahren wird, ist der Druckminderer oder Schnellventil schon lange auf, weil er den Befehl bekommt, Dampf, 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 hier ist kein Druck drin. Das heißt, man muss dieses Ventil sehr gefühlvoll öffnen, damit die Wassermasse nicht anfängt zu schaukeln und zu schwanken. Es haben schon Menschen geschafft, einen Speisewasserbehälter richtig so in Rage zu versetzen, dass der hoppelte und von seinem Gerüst runtergefallen ist, weil man zu schnell aufgedreht hat und hier das Wasser zum Springen gebracht hat. Das passiert hier nicht. Hier ist eine Venturi-Düse drin, die saugt das Wasser quasi an und verbindet es mit dem Dampf. Das wird so bis 70 Grad gemacht, die wirkt aber eben halt nur in dem vorderen Bereich hier und erwischt nicht das ganze Wasser hinten. Deswegen brauche ich für die Dauerbeheizung also die Lanze auch weiter unten. Also Anwärmleitung ist seltener. Überlauf, ja, kann ja auch mal passieren, dass Magnetventil klemmt, zu viel Wasser drin ist. Dann braucht man hier einen Schwimmerkondensatableiter in der Simplex-Ausführung zum Abführen. Sicherheitsventil muss da sein. Und ganz wichtig, was auch da sein muss, ist der Vakuumbrecher. Denn was auch mal vorgekommen ist, ist, dass man am Wochenende abschaltet, Freitagabend das Regelventil runterfährt oder zufährt oder noch drosselt oder sonst was. Aber man hat vergessen, dieses Ventil auszuschalten. Und wenn dann die Wassersteuer-Niveau-Meldung kommt, ich brauche Wasser, reißt das Magnetventil auf, kondensiert mir schlagartig die Dampfzone im Behälter. Und das ist dann so ein Volumenzusammenbruch, dass sofort ein Vakuum entstehen würde. Auf die sind die Behälter aber überhaupt nicht vorbereitet oder ausgelegt. Die sind auf Überdruck ausgelegt, aber nicht auf Unterdruck. Und dafür brauche ich hier den Vakuumbrecher.
Da auch ein Hinweis, wir setzen da unsere Rückschlagventile für ein. Und das hat man früher auch noch mal gerne gemacht mit Weichdichtung, mit der EPDM-Weichdichtung, die dort einzusetzen. Aber das hat sich erst nicht gut erwiesen, denn wenn so ein Vakuumbrecher mal 5, 6 Jahre lang nicht arbeiten muss, dann kann es passieren, dass die Weichdichtung auf dem Sitz kleben bleibt und der Unterdruck hier zu groß wird, bevor das Ventil öffnet. Daher setzen wir grundsätzlich in den letzten 10 Jahren nur noch metallisch dichtende Rückschlagventile ein als Vakuumbrecher, die allerdings wieder als Endarmatur auch eine besondere Abnahme haben, den Ventilteller, ist ja Druckteil nach außen, aber die dann natürlich auch das einen kleinen Nachteil haben, dass sie so ein bisschen Wassertropfen rauskommen und da man einen Trichter anbauen muss. Soweit eigentlich zum grundsätzlichen Prinzip des Ganzen. Gucken wir in den Entgaser Dom hinein. Hier unten kommt der Heizdampf an, der ein Drittel in den Entgaser Dom bei der Größe 2 dann. Größe 1 ist der kleine mit 200 mm Durchmesser, machen wir es noch nicht, aber ab der nächsten Größe. Und hier wird mit gewährleistet, dass wir den Dampf von unten also gegen den Wasserstrom leiten. Kondensat und Weichwasser strömen hier in diese sogenannten Tassen hinein. Wir sehen 1, 2, 3, 4, 5 Tassen. Und von Stufe zu Stufe muss das Wasser runtergießen. Es rieselt deswegen, weil wir hier so Zackenprofile einsetzen, die dafür sorgen, dass der Wasserstrahl aufgerissen wird und wir einzelne Ströme haben, damit der Dampf doch dran vorbeikommt. Aber um zu gewährleisten, dass der Dampf auch in jedem Raum dieses Entgaserdoms in gleicher Art und Weise vorliegt, haben wir hier auch so kleine steilige Kamine drin. Der Dampf kann also in jedem Bereich hinein, auch wenn hier ein Wasserschwall ist, der gar keinen Dampf durchlassen würde, in dem Bereich, oder von hier der Dampf, der, wenn hier wieder ein Wasserschwall wäre, kann er diesen kleinen Bypass nehmen und somit gewährleisten, dass wir in allen Bereichen des Entgaserdoms auch unseren Dampf vorliegen haben. Und man kann eigentlich garantieren, oder das haben wir durch Messung festgestellt, dass in jeder Tasse 25 Kelvin Temperaturerhöhung ist. Also auch wenn wir mit 0 Grad ankämen, hätten wir 25, 50, 75, 100 und hier eben den Rest auf 100 und 204. Wir stellen den Druck so ein auf 0,2, 0,3 Bar. Damit gewährleisten wir, dass wir diesen Druck auf dem ganzen Behälter haben und da wir von unten mit dem Dampf kommen, dass unser Hauptwasser unten eine Temperatur von mehr als 103, 102, 103 Grad Celsius hat und damit auch kein Sauerstoff sich mehr binden kann an das Wasser. Der Sauerstoff und andere nicht kondensierbare Gase wie CO2 und ähnliches, N2, was alles im Wasser enthalten ist, wird also mit dem Dampf mitgerissen und hier als Fegedampf nach außen. Fegedampf heißt, ich muss am Kesselhaus eine Dampffahne sehen. Die ist draußen zu sehen, die soll so 30, 40 cm lang sein. Das ist bei 10 Kubikmeter in Gaser, sind das ungefähr so zwischen 15 und 30 Kilogramm pro Stunde, die ich dort als Verlustdampf habe. Wenn wir größere Anlagen bauen, dann kommt hier oben noch ein Wärmetauscher wieder drauf, der die Restwärme aufnimmt. Aber bei den kleineren Anlagen ist es erstmal so ins Freie. Und dann ist es korrosiv. Ich müsste alles aus Edelstahl bauen. Wenn ich dann eine Wärmerückgewinnung machen wollte, wird es gleich teuer. Und das lässt man eigentlich sein. Ja, das ist das Prinzip erstmal des ganzen Entgaserdoms in Verbindung mit dem Speisewasserbehälter. Also die Einheit, die dafür sorgt, dass wir vernünftiges Wasser haben. Dann ist eins, es ist eine siedende Wasser hier drin. Und wir haben hier unten die Speisewasserpumpen stehen. Wenn wir den Behälter auf gleicher Höhe stellen würden, dann würde es passieren, dass wir dort also die Gefahr hätten, dass ein verschmutzter, also ein verdreckter Schmutzfilter einen Druckabfall erzeugen würde. Und wenn eine Pumpe ein siedendes Wasser ansorgt und da ist ein Druckabfall drin, kommen sofort Dampfblasen. Diese Dampfblasen werden dann in der Pumpe sofort die Druckerhöhung ins Fallen. Sie ist wie eine Höhle, die sich zusammenfällt. Höhle ist auf Italienisch Cave und wir haben die Kavitation, die man nicht haben will. Deswegen baut man gerne diesen Behälter auf ein Gerüst auf, so in 5-6 Meter Höhe, damit wir dadurch einen kleinen Vordruck schaffen für die Pumpen und es so einen Überdruck gibt auf der Sorgeseite und keine Kavitation einstehen kann. Wir arbeiten hier mit einem Dampfdruck von 0,2, 0,3 Bar hier oben im Dom, wo wir das Manometer sehen und auch die Druckabnahme machen, wie das Druckregelventil. Was wir aber
an Dampf brauchen, um hier reinzukommen, überhaupt durch die kleinen Düsen, das sind so 2 bar Ü, 3 bar Ü, die wir brauchen, damit der Dampf überhaupt sich hier reinsetzt und durch die Wasservorlage, die ist ja auch manchmal ein halber Meter, das sind also schon 0,1 bar, die wir hier haben und das müssen wir alles überwinden, wir müssen durchkommen. Also vor dem Druckregler brauche ich einen Dampfdruck von 2, 3 bar, damit die Anlage auch gut funktioniert, zu wenig ist nicht gut. Eins kann man an dem Bild auch schon gleich erklären, das kommt zwar ja nochmal in einer anderen Sache, aber vielleicht, nee, sagen wir jetzt mal, hier unten haben wir also ein Rückschlagventil, aber trotzdem könnte das Wasser, wenn der Druckregler hier unten eingebaut wäre, hier zum Beispiel, würde im Stillstand das Wasser hier rückwärts fließen, am Rückschlagventil und würde die Leitung voll machen. Das heißt, wenn ich wieder stehe, gleich nach meinem Druckregler hier unten, dann Wasser, wenn er hier eingesetzt wäre. Das wäre überhaupt nicht gut, weil es dann zu erheblichen Wasserschäden kommen kann. Deswegen unsere Empfehlung, alles was mit Dampf- und Druckregelung zu tun hat, wird oberhalb der Wasseroberfläche eingebaut, sodass hier im Stillstand das Wasser nur hier stehen kann. Wenn ich jetzt das Ventil öffne und setze den in Betrieb, lastet das Dampf auf dem Wasser und ist nur in der Oberfläche und wir haben nicht die Wasserschläge. Hier wird es ein bisschen lauter, ein bisschen kritischer. Also dieses Ventil muss immer sehr langsam und mit sehr viel Bedacht geöffnet werden. So, ja, damit habe ich, glaube ich, da alles zu gesagt. Da, ja, es gibt auch thermische Entgasungsanlagen, die werden im Container geliefert, Dampfkessel und Speisewasserbehälter sind auf gleicher Höhe. Was mache ich dann mit meiner Kavitation? Dann müssen Boosterpumpen eingesetzt werden, die quasi aus mit gar keinem Vordruck arbeiten brauchen, siedendes Wasser quasi drucklos annehmen und das ein bisschen Druck erhöhen und dann der Speisewasser zuführen. Also das gibt es auch bei den Containeranlagen und gerne und arbeite damit Boosterpumpen, die dann der Speisewasserpumpe das Wasser quasi zuführen. Sollte man wirklich eine größere Anlage haben, so ab ungefähr 12, 15 Kubikmeter Speisewasserinhalt, denn und ich habe Kondensat. Ja, wie viel Kondensat kriege ich aus der Anlage zurück? Vielleicht kriege ich nur 50-60% zurück. Ich muss entsprechend viel Weichwasser zuführen. Das heißt also, dann könnte ich mit dem Fegedampf wieder was anfangen. Dann baue ich mir noch einen Edelstahl-Wärmetauscher drauf, nehme mein Weichwasser, das Weichwasser ein bisschen warm erhöhe es von 20 Grad auf 40, 50 Grad und gehe dann erst in diese Richtung hier und setze das da rein. Das ist also die Möglichkeit, auch Energie zu sparen. Nehmen wir 2 Bilder. Hier eine Kompaktanlage. Die ist allerdings eine, ich sagte vorhin einmal ganz kurz zur Wiederholung, dass wir so planen, dass wir in diesem Behälter für eine Stunde Wasser bevorraten. Es gibt da keine Vorschrift für. Das kann jeder machen, wie er will. Dieser Kunde wollte nur eine halbe Stunde haben. Entsprechend klein ist der Behälter, entsprechend groß ist der Dom. Aber wenn natürlich irgendeine Störung auftritt am Pumpe, an Weichwasser, an der Osmoseanlage, dann muss der Kesselwärter schnell sein. Denn wenn er nicht schnell genug ist, dann wird diese Anlage sehr schnell leerlaufen. Der Kessel wird auf Wassermangel gehen und dann ist Holland ein bisschen in Not, weil die Produktion dann zum Stillstand kommt. Also deswegen hat man es eigentlich von unserer Seite immer Empfehlung gemacht, dass man hier für eine Stunde Wasser bevorraten sollte, um ein bisschen Zeit zu haben, um reagieren zu können. Hier eine Anlage, die mal von uns vorgebaut werden musste für den Kunden, weil er alles so abnehmen wollte. Da sieht man sehr schön eben alles ausgebaut, Sicherheitsventil, Mannloch, Druckminderer oben, Einführung, Lanze, Lauf. Auch hier ein Hinweis, diese Schmutzfänger hier vor dem Speisewasserventil bitte einmal im Jahr reinigen. Denn es ist zwar alles sauberes Wasser, aber es wäre, diese Hochdruckpumpen sind so kostspielig, wenn die Kavitation bekommen, nur weil hier Schmutz drin gesessen hat, ist man hinterher richtig im Argen und gibt mal schnell 10.000 Euro aus für eine neue Pumpe. Das hätte man vermeiden können, indem man seinen Wartungsplan so gestaltet, dass einmal im Jahr auch diese Schmutzfänger gereinigt werden, die vor den Pumpen sitzen. Ja, hier haben wir mal ein schönes Bild aus Berlin-Neukölln, wo wir einen riesigen Dom gebaut haben, der eben auch widerspiegelt, welche Ingenieurkunst dahinter steckt, diesen Deckel hier zu konstruieren, zu machen, dass er windlast, erdbebensicher ist und trotzdem auch noch so ein Gewicht da oben drauf hält. Das ist schon keine einfache Sache und da muss man sich auch darauf verlassen, dass das schön hält. Das ist ein Edelstahl, das ist ein Stahl,
Genau so. Hier einmal, wo der Vakuumbrecher versagt hat. Und das Bild zeigt eben auch, da gibt es auch bei uns in der Technomation schon Berechnungen zu, wie schnell ein Vakuum entsteht und wie groß der Vakuumbrecher sein muss. Er muss auch funktionieren. Also auch da würde ich sagen, dieser Behälter ist ja im Unterdruckbereich, unterliegt ja keiner unbedingten Berechtigung einer zertifizierten Überwachungsgesellschaft. Aber auch als Betreiber würde ich sagen, wenn ich die Schmutzfänger unten sauber mache, dann baue ich auch den Vakuumbrecher eben kurz aus und betätige ihn einmal, um zu sehen, ob der auch wirklich funktioniert. Denn das ist ganz doof, wenn der versagt und es kommt zum Vakuum, der Speisewasserhälter implodiert und dann kann man überhaupt nichts mehr machen. Dann ist quasi auch eine Neubeschaffung anstellig. Das nächste Thema, das ich mir mal vorgenommen habe, ist, dass ich sage, brauche ich eine Druckreduzierung-Kühlanlage? Ich habe doch Sattdampf, ich habe einen Sattdampfkessel, ich habe überhaupt keinen Überhitzer. Wieso sollte ich denn meinen Dampf kühlen müssen? Wo kann das denn herkommen? Und da muss man wieder sagen, man muss dann ein bisschen in die Thermodynamik reingehen und sagen, wenn ich eine Druckbindung von Sattdampf mache und zum Beispiel gehe ich von 13 Bar auf 3 Bar runter, dann sieht das in meinem Diagramm so aus. Ich habe hier den Druck und hier die Enthalpie, die im Dampf drinne steckt. Das ist hier oben die Sattdampfkurve, hier oben ist der Überhitzedampf, das ist der Nassdampfbereich und unten ist der Wasserbereich. Ich muss also entsprechend viel Wärme reinbringen, damit ich überhaupt erstmal Dampf bekomme, Sattdampf bekomme. Und wenn ich den jetzt auf eine Reise schicke mit 13 Bar, weil ich eben ein kleines Volumen haben will, etc. und hohe Strömungsgeschwindigkeiten haben will, habe ich den Druck sehr hoch. Aber dann in der Produktion will ich gar nicht so hoch sein, weil dann die Regelung schwer ist, die Verdampfungswärme an das Produkt ist ja viel niedriger. Ich reduziere auf 3 Bar runter. Und das machen wir mal hier, dass wir auf 3 Bar, also in unserem Diagramm von rechts nach links rübergehen. Ich reduziere den Druck. Die Energie bleibt die gleiche, die bleibt ja drinnen. Die Enthalpie bleibt konstant quasi. Das sieht in Zahlen dann so aus. Ich komme mit 13 Bar, 191 Grad an und will runter auf 3 Bar, 133 Grad. Der Dampf bei 13 Bar 2785 Kilojoule und bei 3 Bar der Dampf 2724 Kilojoule. Differenz sind 60. Diese 60 Kilojoule können aber nicht im Sattdampf bleiben. Die müssen irgendwo hin. Also da können sie nicht hinbleiben. Das lässt die Thermodynamik nicht zu. Und was machen diese 60 Kilojoule? Sie bringen eine Überhitzung von fast 30 Kelvin. Das heißt, meine tatsächliche Dampftemperatur auf der 3-Bar-Seite ist gar nicht 133 Grad, die wird 161 Grad sagen. Und was ist der Nachteil von überhitztem Dampf? Er ist schön heiß, aber er kann eins nicht, er ist trocken. Und wenn was trocken ist, kann er keine Wärme übertragen. Also trockene Luft ist zur Isolierung im Haushalt sehr gerne gesehen. Eine nasse Isolierung, wissen wir alle, bringt also richtig Unglück, dass dieses Haus kalt wird. Genauso ist aber auf der anderen Seite, auf der Dampfseite, ist eine Nässe notwendig, um Wärme zu übertragen. Habe ich diese nicht, weil alles überhitzt ist und gar keine Wassermoleküle entstehen können, habe ich also einen sehr schlechten Wärmeübergang. Wir sprechen da vom K-Wert. Der K-Wert für Sattdampf ist bei 1000 Watt pro Quadratmeter Kelvin. Bei einem 1000 Watt Wärmeübertragung, bei überhitztem Dampf liegt er bei 80. Das heißt also mehr als das 12-fache weniger und dass dann mein Produkt nicht warm genug wird, ist eigentlich auch klar. Deswegen muss man sehen, habe ich keine Probleme, brauche ich gar nichts machen, habe ich aber eine starke Druckminderung und da Produkte, die ich kontinuierlich und gut beheizen will, muss ich mir Gedanken machen, eventuell über einen Heißdampfkühler. Wir haben zwei Möglichkeiten, die wir anbieten dafür, wo wir meinen, das sind wohl mit die besten. Das ist einmal der Wasserbadumformer. Der Wasserbadumformer bekommt den Heißdampf von hier angegeben und dann wird er hier eingeleitet. Und Sie sehen schon, hier ist eine Wassermarke. Hier ist ein Siedewasser enthalten. Dieses Wasser ist also auf Siedetemperatur gebracht. Und ich schalte meine eine Folie weiter, geht gleich wieder zurück. Dieser Dampf geht also hier in einen sogenannten kleinen Pilz hinein. Dieser Pilz hat sehr viele Austrittsbohrungen auf der Unterseite. Dann muss der überhitzte Dampf hier durch und durch das Wasser durchperlen. Denn die Wassermarke ist ja hier zu sehen. Das heißt, wir haben einen kontinuierlichen Wasserstand, das regeln wir. Und da perlt dieser überhitzte Dampf durch. Und was der sofort macht, sobald er ins Wasser reinkommt, sagt er, oh, ich habe zu viel Hitze, ich möchte aber Sattdampf sein. Das Wasser ist auf diese Temperatur und wird sagen, nimm meine Hitze und bilde Dampf. Das heißt, die Heißdampfkühlung ist keine Energievernichtung, sondern es ist eine
Energieumformung von Überhitzung und zusätzlichen Saftdampf. Also wir machen da nichts tot drin. Wenn der Dampf aus der Wasservorlage austritt, musst du so ein bisschen Zeit haben. Wir haben noch eine Geschwindigkeit von ungefähr 0,5 Meter pro Sekunde, eine Fließgeschwindigkeit drin. Dann musst du hier oben durch so einen kleinen Separator durch, wo noch Wassertröpfchen aufgefangen werden. Und dann kann er als Sattdampf austreten. Wenn wir, nee, das ist die falsche Richtung, Entschuldigung, in die Richtung wollte ich gehen. Vorteil dieses Systems ist wirklich, wir haben eine Regelungsmöglichkeit von 1-0%. Es ist egal, ob Sie hier 1 Kilogramm reinschicken oder 1000 Kilogramm reinschicken, der muss hier durch und wird Sattdampf werden. Das ist ein Riesenvorteil, dass wir dort also mit einer unheimlichen Bandbreite an Regelungen arbeiten können und dass wir auch garantieren können, da kommt Sattdampf raus. Da wird nicht überhitzter Dampf rauskommen oder nicht Nassdampf rauskommen, es kommt Sattdampf raus. Weiterer Vorteil, wir brauchen ein Wasser, Kondensat und Speisewasser. Wir wollen es ja zu Dampf machen, also ist es ein Weichwasser, was wir dort nehmen. Und das muss mit sehr wenig Druck hier rein. Wir müssen nur diesen Druck überwinden, der hier drin ist. Und das ist also wenig Druck über den Dampfdruck, den wir hier brauchen. Das ist bei anderen Systemen ganz anders. Da müssen wir mit nämlich mehr Druck arbeiten. Das ist schon mal gut hier. Hier wieder ein Überlauf. Soll ja auch nicht zu viel Wasser drin sein. Und so funktioniert der Apparat gut. Nachteil, ich brauche einen riesigen Behälter. Der muss druckstabil sein. Ich kann also nicht mit 30, 40 Bar hier arbeiten. Solche Behälter brauchen wir gar nicht. So bei 20 Bar ist so Schluss bei uns und er muss Volumen haben, denn ich brauche ja, wenn der Dampf aus der Wasseroberfläche austritt, auch die Zeit, damit er Wassertröpfchen abgeben kann nach unten. Das macht das Ganze ein bisschen teurer. Wir gucken mal, hier ist die liegende Version, wo wir also auch durch diese kleinen Öffnungen in den Wasserraum hineingehen. Hier ist die Wassermarke wieder zu sehen. Hier um den Mister, der Tropfenfänger, der dort zu sehen ist. Das ist also die liegende Bauweise. Wenn ich keine Höhe habe, dann machen wir keine liegende Bauweise. Und in der liegenden Bauweise können wir auch größere Mengen verarbeiten. Wir kommen also hier auf Dampfmengen, die liegen ungefähr so bei 20 Tonnen pro Stunde. Das ist die größte Ordnung, wo wir arbeiten. Also von 0,5 Kilogramm bis 20 Tonnen, das ist das Leistungsfeld, wo wir den Wasserbadumformer arbeiten. Das hier heißt also kühler Dampf liegend. Und der andere hieß ja im KDH, kühler Dampf horizontal, hieß der KDA? Ich weiß auch nicht mehr, also kühler Dampf, ich meine horizontal, der steht und dieser ist liegend. Obwohl das ja auch horizontal für mich auch liegend heißt. Ich komme gerade mit unserer einen Gesta-Philosophie nicht zurecht, aber ist auch nicht ganz so wichtig. Namen sind ja nur Schall und Rauch. Technik ist das Entscheidende. Wenn ich eine größere Dampfmenge habe als meine 5, 6 Tonnen in der Stunde, wo der Wasserbadumformer sehr, sehr gut funktioniert, aber ich habe größere Mengen und die fallen auch noch kontinuierlich an, denn arbeiten wir auch mit Einspritzkühler, wo wir Wasser in den Dampfturm hineinspritzen. Das ist eine sehr schöne Sache, wenn ich also große Mengen habe, die relativ gleichmäßig anfallen. Hier ist so eine Hysterese drin von ungefähr 1 zu 10, das heißt zwischen 10% und 100%, realistisch eigentlich mehr 30-100% kann ich regeln, entsprechend Wasser einspritzen, das Wasser muss verdampfen und muss dem überhitzten Dampf die Wärme nehmen und dann habe ich hier in dem Dampf Austritt. Nur da geht schon eins wieder los, ich kann leider nicht hier auf Sattdampftemperatur kommen. Denn mein Thermometer, das die Temperatur misst, kann ja nur messen, dass irgendwo die Temperatur auf Siedezustand ist. Aber leider hat Wasser auch Siedetemperatur, Nassdampf hat auch Siedetemperatur, Sattdampf hat Siedetemperatur. Also weiß dieses Thermometer gar nicht, was er dem Regler sagen soll. Ist das jetzt gerade Wasser, was hier drin ist? Ist das Nassdampf oder Sattdampf? Und deswegen müssen wir hier 8 bis 10 Kelvin von der Siedetemperatur wegbleiben. Das heißt, hier können wir schwerlich nur eine direkt Sattdampf garantieren. Wir liegen immer noch im leicht überhitzten Bereich und über die Temperaturabweichung zur Siedetemperatur entscheidet der Regler, wie viel Einspritzwasser muss ja reingegeben werden. Einspritzwasser ist also wieder Kondensat oder Speisewasser, aber mit hohem Druck. Denn ich muss das hier zerstäuben, das Wasser. Ich habe hier Zerstäuberdüsen und das sind ganz kleine Öffnungen und da muss das Wasser durch. Wir sind so 10 Bar über dem Dampfdruck mit der Wasser, was hier kommt. Das heißt, wir brauchen Hochdruckpumpen und jeder weiß, dass Hochdruckpumpen in dem Bereich gleich wieder teuer werden.
wenn sie mit heißem Medium arbeiten. Das kann auch kein kaltes Wasser sein, auch nicht beim Wasserbadumformer. Kaltes Wasser verdampft zu langsam. Ich muss hier warmes Wasser haben. Es sollte schon an 100 Grad ankommen, damit auch dieses Wasser möglichst schnell zerstäubt wird und dann möglichst schnell verdampfen tut. Schauen wir uns das ganze Apparat mal eben an. Wir kommen also hier links an, haben hier eine Reduzierung drin, die bewirkt, dass die Strömungsgeschwindigkeit etwas ansteigen muss, um einfach auch die Regelungsbandbreite mehr zu erhalten. Wir haben hier Turbulaturen drin, denn der Dampf muss turbulent werden. Dann strömt hier das Wasser ein oder wird eingedüst quasi in den Dampfstrom, in den turbulenten Dampfstrom, der drin am Gange ist. Dann brauchen wir ungefähr so bei der Wassertröpfchengröße, die man mit diesen Düsen erzeugen kann, eine Sekunde, 0,09, zwischen 0,09 und einer Sekunde Zeit, damit das verdampft. Das bedeutet aber bei meiner Strömungsgeschwindigkeit von 30 Meter pro Sekunde im Mittel, eine Sekunde, ich brauche hier 3 Meter Rohrteil. In den 3 Meter wird also das Wasser jetzt aufgenommen. Dann habe ich die Gleichrichter wieder drin, wo ich wieder aus turbulenten laminare Strömung mache. Habe meinen Demister drin, der den Wassertröpfchen ausfangen sollte, die zu viel drin sind. Denn wir müssen dummerweise mit ein bisschen Wasserüberschuss da drin arbeiten, um wenigstens die 10 Kelvin einzuhalten. Dann haben wir hinten den Austritt. Dann ist noch ein kleines Problemchen, was wir mit dem Gerät haben. Das heißt, nicht wir, Sie haben das Problemchen. Wenn man hier Wasser eindüst und dieses Wasser trifft auf diesen drucktragenden Bauteilen drauf, dann haben wir auf einmal hier an dem Siedetemperatur und sie kommen hier mit einer anderen Wassertemperatur an und das Wasser kann eben beispielsweise diese Schweißnähte erwischen. Das ergibt Thermoschock. Wenn ich kaltes Wasser auf eine siedende, heiße Metallfläche spritze, dann tanzt das Wasser nach kurzer Zeit und die Temperaturunterschiede führen zu Thermoschock. Damit das nicht passieren kann, wird also ein nahtlosgezogenes Rohr eingezogen, das in dem Dampfraum liegt und nicht mehr mit dem drucktragenden Körper zusammen eine Verbindung herstellt. Somit kann also hier drinnen keine Schweißnähte, keine Thermoschock, mein Bauteil ist geschützt und ich habe keine zerstörerischen Einflüsse auf mein drucktragendes Bauteil mehr. Das macht das Ganze natürlich auch noch wieder ein bisschen teurer, dass da so ein Aufwand gegeben werden muss. Also erstmal unsere kleinen Düschen, die wir einbauen, ja, die muss man wiederum sagen, alle 4-5 Jahre muss ich mal anschauen, ob die ausgestrahlt sind. Denn wenn die Tröpfchenform sich zu sehr verändert, ist das ganz schlimm. Also eigentlich müsste ich sie dann mal kurz ausbühen, auf den Prüfstand nehmen, abdrücken, um zu sehen, ob das Sprühbild in Ordnung ist. Genauso wie man es bei den Einspritzventilen bei Großmotoren macht, in der Seefahrt, bei den Schiffsmotoren. Die werden auch alle 4-5 Monate rausgenommen und dann mal überprüft, wie das Abspritzbild, das Ganze, das sollte man hier auch gut tun. Denn wenn die nicht mehr fein verriegelt rauskommen, dann habe ich auch ein Problem, diese in den 0,09 Sekunden zu verdampfen. Wasser habe ich hier nochmal aufgeschrieben, dass es beim Wasserbadumformer ja quasi beliebig gut ist, wenn man warm ist, weil dann einfach die Verdampfung besser hinhaut. Das Hemd habe ich erklärt, dass wir ein Innenrohr quasi mit installieren müssen, damit wir nicht den ganzen drucktragenden Körper gefährden. Dann haben wir hier vorne also den Eintritt. Da hinten sehen wir die Gleichrichtung zur laminaren Strömung. Und so sieht halt ein Demister aus, ein Tropfchenfänger, der aus einer strömenden Gas flüssige Teilchen absondert, nach außen leitet und dann quasi an den Austritt gibt. Schauen wir uns das Ganze mal in einer Funktion an, dass man so ein bisschen eine Vorstellung bekommt. Hier ist mal sowas animiert worden, wie das Ganze aussieht. Hier der hohe Druck an Wasser, heißem 90-gradigen Wasser, Schmutzfänger natürlich drin, ein gutes pneumatisches Regelventil, das schnell reagiert. Einspritzen des Wassers in den turbulenten Dampfstrom hinein, in feinster Form, die kann man hier natürlich nicht so fein darstellen, dass es nur Nebel sein sollte. Aber hier sieht man natürlich schön, wie wir die Strömungsgeschwindigkeit erhöhen, das Ganze turbulent machen. Hier hinten dann wieder gleichrichten und über den Demister das überschüssige Wasser rausziehen. Und sitzt dann wieder ein Schwimmerableiter im Simplex-Format, der das Ganze dann ausschleust und weggibt. Ja, somit kommen wir also ziemlich dicht an die Satdampfkurve ran, können wir bis zu 120, 140 Tonnen Dampf bewältigen mit solchen Geräten. Der größte, den wir gebaut haben, der 2,1 Meter Durchmesser, der war in der Tabakindustrie
in Indonesien irgendwo eingesetzt, um die Feuchtigkeit der Tabak dann zu gewährleisten, wo man eben auch unbedingt Sattdampf brauchte und nicht zu heißen Dampf brauchen konnte, der dann die Blätter hätte ausgedörrt, die hätte zerbröckelt. Man hätte gar keine schönen Zigarren und Zigarillos mehr drehen können. Und das wäre mir persönlich auch nicht entgegengekommen. So, letztes Thema. Was haben wir noch? 5 Minuten, das schafft man vielleicht nicht ganz, aber ein bisschen überziehen tue ich wieder, aber nicht viel heute. Wir schauen uns mal an, wieder unser HP-Diagramm. Druck hier, Enthalpie da, also Enthalpie H, Druck P hier, HP-Diagramm. Hier unten ist der Wärmeinhalt des Wassers, das ist der Wärmeinhalt des siedenden Wassers, das ist der Wärmeinhalt des Nassdampfes, hier ist der Wärmeinhalt des Sackdampfes und hier oben ist der Wärmeinhalt des überhitzten Dampfes. Was passiert eigentlich in einem Wärmetauscher, wenn ich Sackdampf draufgebe? Dieser Sackdampf kondensiert im Wärmetauscher, gibt seine Wärme ab in das Produkt, was er machen sollte, Verdampfungswärme R. Wir laufen also genau diese Strecke runter, bei gleichem Druck wird die Wärme abgegeben und wir befinden uns hier. Jetzt nehmen wir an, wir nehmen einen Schwimmerkondensatableiter, der schleust das Kondensat dann aus. In diesem Fall soll er von 10 Bar Dampfdruck auf 3 Bar ins Kondensatnetz das Ganze ausschleusen. Und dann steht hier unten schon Kondensat plus Entspannungsdampf. Aber wo kommt der Entspannungsdampf her? Das kann man sehr schön hier im Diagramm sehen. Bei 3 Bar, der Ableiter macht ja keine Wärme kaputt. Die Enthalpie, die hier im Kondensat drin ist, ist ja da. Die geht ja nicht weg. Der Ableiter strahlt ja kaum was ab. Also ist die Enthalpie die gleiche. Deswegen müssen wir waagerecht nach links gehen. Auf die 3 Bar Druckstufe. Das wäre also ungefähr hier. Bei 3 Bar kann aber nur diese Wärme im Kondensat sein. Und ungefähr 200 Kilojoule, die ja hier drin sind, können nicht ins Kondensat rübergehen. Aber was machen diese 200 Kilojoule? Die sagen, Mensch, ich bin ja noch da und Wasser will mich nicht mehr haben, ist es schon am Kochen. Also ich suche mir andere 200, nochmal 200, nochmal 200, nochmal 200, nochmal 200, nochmal 200, bis ich genügend habe, um wieder bei diesem Druck einen Teil des Wassers zu verdampfen, damit ich weiß, wo ich hin kann und ich bilde Sackdampf. Also das ist ein ganz normaler thermischer Prozess, dass sich in Kondensatableitern, die gerade am Siedezustand arbeiten, Dampf bildet, der sogenannte Entspannungsdampf. Der nützt Gestra auch sehr viel, weil viele Kunden denken, die Ableiter sind undicht, weil da ja Dampf rauskommt und kaufen neuen. Dann stellen sie dummerweise fest, dass beim zweiten Mal wieder Dampf rauskommt und dann irgendwann machen sie Gedanken und stellen fest, ist der Entspannungsdampf. Aber so haben wir erstmal 2 Ableiter verkauft, wo wir sonst nur hätten einen verkaufen können. Ja. Und was muss man sagen, lohnt sich das Ganze eigentlich, sich darüber Gedanken zu machen? Auf unserem Homepage haben Sie also unser CalculQuick-Berechnungsprogramm, wo Sie mal Ihre Daten erheben können. Ich habe mal heute Folgendes gemacht. Ich habe gesagt, wir haben 250 Kilogramm Kondensat. Wir wollen von 10 Bar auf 3 Bar runter. Wir arbeiten 16 Stunden am Tag und haben 250 Tage im Jahr. Dann können Sie jetzt sagen, was hat der da geschrieben? 50 Euro für eine Tonne Dampf, das kann er gar nicht angehen. Leider sind die Energiepreise ja gerade in den letzten 2 Monaten um ungefähr 60% gestiegen. Das heißt, Dampf wird immer teurer. Ich sag mal, Sie haben ungefähr 700 Kilowattstunden nötig, um eine Tonne Dampf zu erzeugen. Wenn Sie also einen Großwasserraumkessel betreiben und dort also dann mit der Verbrennung von Gas, Chlor, Öl, das Ganze erzeugen. Ich hatte gerade vor Donnerstag, einen Kunden, der sagte, mein Kilowattpreis mit meiner Versorger liegt gerade bei 7,5 Cent pro Kilowattstunde. Ich gebe mal schnell einen Rechner ein, 700 Kilowattstunden mal 0,075 Euro pro Kilowattstunde sind 52,50 Euro. Das heißt, wenn Sie auch irgendwas um die 7 Cent für Ihre Kilowattstunde bezahlen, ist Ihr Dampf auch 50 Euro pro Tonne wert. Also der Preis ist im Augenblick gerecht. Vor anderthalb Jahren haben wir noch mit 25 Euro gerechnet. Aber die Energiekosten schießen gerade so ab, dass man sich also auch Gedanken machen muss über kleinste Mengen wie 250 Kilogramm Kondensat, die man nicht so weglaufen lassen soll. Wie gesagt, das Motto ist immer noch wie vor 50, 60, 70 Jahren, im Kondensat steckt der meiste Gewinn. Wenn ich das mal in Zahlen ausdrücke,
bei 10 Bar 762 Kilojoule, bei 2 Bar 561 Kilojoule. Differenz bildet aus unseren 250 Kilogramm 9,3% Entspannungsdampf, das sind 23,3 Kilogramm, die ich wunderbar wieder im Speisewasserentgaser brauche, um dort also mein Zusatzwasser vorzuwärmen. Das sind 14 Kubikmeter pro Stunde. Bedeutet, ich habe hier einen Gewinn, ohne das Wasser zu betreiben, sondern nur die Enthalpie zu betreiben, von 4.650 Euro. Da das Wasser ja auch ein paar Euro kostet, Kubikmeter Speisewasser liegt so ungefähr bei 10 Euro, 4, 5 Euro das Rohwasser, dann die Erwärmung auf 100 Grad Celsius, weil ich das andere Wasser ja verloren habe, das sind nochmal so 4 Euro pro Kubikmeter, plus die Chemie, plus Elektrizität für die Pumpen, bedeutet irgendwo, ich könnte sagen, ich habe hier gute 5.000 Euro im Jahr zur Verfügung, um einen Entspanner einzusetzen. Und so ein Entspanner muss gar nicht so groß sein, den liefern wir also in einer ganz kompakten Ausführung. Ich habe jetzt keinen aktuellen Preis da drin. Vielleicht kann ich mal eben Herrn Böttcher bitten, mal ihm zu schauen, was kostet so ein kleiner ED, den wir hier abgebildet haben mit einem Schwimmerkondensatableiter. Der wird sich gleich melden. Wir sitzen im Büro nebenan, also der hört mich sehr gut. Und insofern kann man dann auch eine Orientierung haben. Wir haben also ungefähr 5.000 Euro zur Verfügung. Und das ist ja nicht nur, hier steht noch ein Laugenentspanner. Was soll ein Laugenentspanner bedeuten? Am Dampfkessel, die Absalzung, salzt der kontinuierlich ungefähr 3% ihres Kesselwassers ab, weil sie eine Eindickung an Salzen haben, die die Leitfähigkeit hochschießen lässt. Das müssen sie im Griff behalten, weil Salze Ablagerungen bewirken können und der Kessel stark gefährdet ist. Also 3% werden kontinuierlich abgesalzt. Diese salzige Lauge hat einen sehr hohen Enthalpieinhalt, weil wir direkt aus dem Dampfkessel kommen. Und wenn ich das auf so einen kleinen Entspanner gebe, dann fahre ich die Lauge quasi auf den niedrigen Druck runter. Die Enthalpie will entweichen, bildet Dampf, aber Salze können nicht verdampfen. Also wird die Lauge, die hinten rauskommt, aus dem Schwimmerableiter hier hinten aus dem Austritt rauskommt, ist noch ein bisschen salziger als am Eintritt, aber mein Dampf ist absolut sauber, den kann ich wieder in den Speisewasserbehälter geben. Also das ist auch mit so einer kleinen Anlage für 100, 200 Kilogramm Kondensat oder Abseitslorge eine lohnende Sache, das einzusetzen, um zu machen. Für größere Mengen sehen die natürlich ein bisschen voluminöser aus, da ist also auch wieder mehr Volumen drin, die Strömungsgeschwindigkeit drin, wird gehalten, um einen hohen Abscheidegrad an Kondensat aus dem Entspannungsdampf zu bekommen. Demister ist mit eingebaut, Entspannungsdampf austritt. Dann sind hier Einbauten drin, die dafür sorgen, dass das Wasserniveau hier ist, hier so eine Kappe über dem Rohr drüber. Also ich muss das Niveau hier drin halten. Ich muss hier ein Niveau haben, damit der Dampf nicht in diese Richtung geht. Das mache ich durch ein Wasserschloss. Das gewährleistet wird durch eine Kappe drauf. Zweite Gewährleistung ist dann, dass wir den Ableiter auf diese Höhe setzen. Dann haben Sie schon mal eine zweite Sicherheit. Dritte Sicherheit ist, dass der keinen Dampf durchlässt. Wenn der Dampf kommt, macht der zu. Dass sich hier nicht um eine unbedingt siedende Flüssigkeit handeln muss, hier oben ja, aber nicht unten, ist das hier wieder die Simplex-Design ohne Entlüftung. Aber weil es Simplex-Design ist, hat auch hier die Gaspendelleitung. Marcel Hassenwert? Kommt natürlich darauf an, wie viel Behälterinhalt da gewünscht ist. Sagen wir mal, wir nehmen den 50 Liter Inhalt, den kleinsten. Da sind wir so bei 3,5. 3,5 komplett mit Gegenflansche, Schrauben, Dichtung, Schwimmerableiter, fertig montiert. Das bedeutet also, ich persönlich behaupte, irgendwo bei 150 Kilogramm Kondensatanfall und einer Druckreduzierung um 5, 6 Bar sollte man heute anfangen, über eine Energiewärmerückgewinnung nachzudenken in der Größenordnung. Ja, hier sehen wir also auch noch so das Abbild. Dann gibt es wie überall auch kleine Problemchen. Hier hat ein Kunde sich einen Entspanner bei Gestra gekauft, hat den eingebaut, nimmt das Ganze in Betrieb und stellt fest, ich komme gar nicht auf Druck hier oben. Dann stellt er noch fest am Magnetklappanzeiger, ich habe ja überall Wasser drin. Gieser hat doch gesagt, das Wasser ist auf dieser Höhe hier unten, sodass ich einen möglichst großen Dampfraum habe. Hier stimmt was nicht. Bei näherer Betrachtung dann, als er dann unseren Service angerufen hat, hat der Servicetechniker festgestellt, ja, alles ist schön installiert worden. Diesmal ist ein Schauglas dahinter und ein Schauglas im Vapuskop, um also den Ableiter überwachen zu können, mit einem eingebauten Siphon. Und dahinter kommt der Kondensatableiter. Natürlich in der Simplex-Form, weil dieses Wasser ja auch kalt sein kann.
Und alles war unter Wasser stehen. Warum? Weil hier drinnen eine Luftblase am Anfang war. Diese Luftblase konnte nicht zurückpendeln. Der Kunde hat ganz einfach die Pendelleitung vergessen, die er von dem Gehäuse zurück in den Behälter legen hätte müssen, damit hier dargestellt diese Pendelleitung, damit der Ableiter einfach frei funktionieren kann, dass eventuelle Ausdampfungen, also Dampfblasen, wie auch nicht kondensierte Gase, abgeführt werden können in den Behälter hinein. Das ist also hier nicht gemacht worden. Und was sie machte, stand das Wasser da, Pendelleitung nachgerüstet, Kunde war zufrieden und ich hoffe auch, Sie sind zufrieden. Sie waren mit dem Seminar, das ja eine Dreiviertelstunde dauern darf, ich musste jetzt aufhören, zufrieden, haben ein paar gute Informationen mitbekommen. Fragen werden wir gerne beantworten. Wir danken für Ihr Interesse, für Ihre Zeit, wünschen Ihnen einen schönen Frühlingsstart heute am 1. Nein, der Frühling ist zwar nicht heute, aber der 1. März. Heute ist, glaube ich, Weiberfastnacht, ne? Aber das feiern sollte aufgrund der Situation im Osten unserer Kontinents, weiß ich nicht, aber das hält ja auch viele nicht davon ab. Soll man auch nicht alles vielleicht gleich auf die eigenes Gemüt schlagen. Aber hoffen wir, dass schnell wieder Ruhe in Europa einkehrt und alle wieder vernünftig werden. In dem Sinne verabschiede ich mich vorerst erstmal mit unserer Webinar-Serie, bis wir die in 4-5 Wochen dann wieder auflegen und uns wieder gerne bei Ihnen melden würden für neue Themen, die wir dann bis dahin ausgearbeitet haben, um die vorzustellen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit, kommen Sie gut in das weitere Jahr hinein und Frühling. Vielen Dank und auf Wiederhören. Bye, bye.